Hallo Freunde, es ist Anfang Juni, genau genommen ist heute Pfingstmontag. Das Wetter ist heute in Hannover noch unentschlossen, würde ich mal sagen. Es ist gerade sehr bewölkt, ich sehe zwar so ein bisschen was Blaues, aber Regen ist für heute wohl auch noch angesagt. Zumindest soll es wolkig auf jeden Fall bleiben. Dann dachte ich mir, hat es jetzt auch keinen Sinn, noch ein paar Stunden zu warten, in der Hoffnung, dass es da ein bisschen aufklart, damit ich euch meinen Garten heute mal, sag ich mal, in voller Pracht zeigen kann. Man weiß ja, wie es ist, wenn die Sonne scheint, sieht alles ja noch mal ein bisschen schöner aus. Nichtsdestoweniger trotz dachte ich mir, es wird mal Zeit, euch mal wieder ein Video zu machen, komplett vom Garten, jetzt Anfang Juni, wie sich alles so in letzter Zeit entwickelt hat. Ich zeige euch ein bisschen was zu den Sachen, die bei mir gut funktioniert haben und auch zu den Sachen, die bei mir weniger gut funktioniert haben. Damit meine ich speziell die Sachen, was Gemüseanbau betrifft. Aber auch Dinge zum Beispiel wie Schädlingsbekämpfung, sage ich jetzt mal, bei mir zum Beispiel an den Johannisbeersträuchern mit gemischtem Ergebnis, sage ich einfach mal, genauso wie bei Bohnen oder auch Sachen, die bei mir einfach nicht gut angewachsen sind und auch Sachen, die gut angewachsen sind. Ja, und was ich ansonsten noch so ein bisschen im Garten getan hat. Und da würde ich mal sagen, bevor der nächste starke Regenschauer kommt, fangen wir einfach mal vorne an. Wie so oft in alter Tradition beginnen wir natürlich vorne hier im Eingangsbereich des Gartens. Ihr seht schon, letztes Jahr August war es ja, glaube ich, wie ich das erste Video gemacht habe, da war hier ja alles voll mit Stauden. Die kommen jetzt teilweise langsam wieder durch. Ich habe auch noch ein bisschen was Neues gepflanzt. Ein bisschen Wildgras lasse ich hier längst auch hochkommen, denn gerade in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass mein Garten doch sehr stark von Igeln aufgesucht wird. Und dann dachte ich mir, okay, alles nur blanke Stauden ist zwar schön für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, aber die Igel wollen ja auch so ein bisschen was haben, um sich mal zu verstecken, auch wenn sie zwischendurch mal im Garten unterwegs sind. Deswegen lasse ich das hier so ein bisschen wild wuchern. Der Mohn hat teilweise schon sehr schön geblüht. Den musste ich jetzt hier so ein bisschen hochbinden, weil der echt die Eigenschaft hat, so in den Weg reinzuhängen. Das Insektenhotel ist bisher noch nicht so stark frequentiert worden. Ich habe zwar ab und zu schon eine Biene hier reinfliegen sehen, aber bisher ist noch nichts belegt, aber ich bin da ganz optimistisch. In dem Käferhaufen, sage ich mal, ist da hingegen schon öfter was verschwunden. Ich muss eigentlich auch dazu sagen, hier vor wächst noch Minze und da wächst Zitronenmelisse. Die hatte ich da nicht gepflanzt, also die haben sich irgendwie noch ein bisschen selber ausgesät. Vielleicht hält das auch ein bisschen einige Insekten ab. Also einige mögen ja auch nicht diese intensiven ätherischen Düfte. Hier vorne die Säulenäpfel, die ich letztes Jahr gekauft habe in Hannover bei der Baumschule Gelha, sind, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, es sind vier verschiedene Sorten, ja. Die beiden äußeren hier, das sind die Rondo, das kann ich mir irgendwie am einfachsten merken. Und das sieht man auch, die haben schon schöne Fruchtkörper ausgebildet. Bin mal gespannt. Dann hier in der Mitte, leider, wie gesagt, ich habe gerade die anderen nicht im Kopf. Ich weiß, es sind noch die Sorten Rhapsody, Suncat und Perek oder, ja doch, Perek heißt die, glaube ich. Und da sieht man halt hier die in der Mitte, die macht mir ein bisschen Sorge. Ja, hier. Was ihr hier seht, da habe ich vor einiger Zeit online Marienkäferlarven gekauft gegen Blattlausbefall. Und da habe ich, da hat man dann hier so kleine so Filmstreifen und sowas und die klemmt man dann so ran, dass die Larven sich verteilen, weil hier auch einige Blattläuse drauf waren. Ob ausgerechnet der hier in der Mitte deswegen so mitgenommen ist, weiß ich nicht. Hier sieht man noch die anderen beiden, die tragen auch ganz gut hier. Zwar auch sehr viele nicht befruchtete, tote Blüten dazwischen. Werde jetzt also im Herbst dann, nachdem sie getragen haben, werde ich die auch ein bisschen, sag ich mal, ausschneiden müssen, dass das Laubwerk nicht ganz so dicht ist. Ansonsten hier meine Zitronenmelisse, die ich letztes Jahr vorgezogen hatte und ausgepflanzt habe. Die ist hier wunderschön angewachsen. Mache ich mir gerade in den letzten Tagen, wenn es so heiß ist, gerne mal so ein paar Blätter in ein Glas mit Wasser rein. Hier um den Acker ringsherum habe ich vor einiger Zeit einfach so eine Grünackermischung nochmal ausgesät. Also hier sind auch noch einige Stauden drin, die sich ihren Weg jetzt ans Licht kämpfen müssen. Aber diesen Grünacker, das hatte ich halt hauptsächlich ausgestreut, weil ich hatte sonst früher immer Stauden einfach drin und habe um die Stauden herum das ganze Gras immer weggehackt, besser gesagt. Und dadurch ist dann der Boden noch sehr stark immer ausgetrocknet und alles. Und dann dachte ich mir, nee, das ist dann auch nicht schön. Und deswegen habe ich so eine Grünackermischung hingemacht. Man sieht, das ist wunderbar, richtig schön hochgewachsen. 30, 40, 50 Zentimeter. Der Boden hält die Feuchtigkeit. Der Boden ist auch besser durchwurzelt. Und kann dann auch natürlich Wasser und auch Nährstoffe besser transportieren. Was ja nicht zuletzt auch meinem Gemüse zugute kommt. Und über die Stauden freuen sich natürlich auch Schmetterlinge
Bienen und Blumen. Übrigens hier die Ecke, wo ich Eisenkraut und Isop und so angepflanzt habe, scheint sich nichts durchzusetzen von der Saat. Das ist ziemlicher Wildwuchs, der sich hier breit macht. Also was da noch Bienen- und Schmetterlingsfreundlich kommt, weiß ich nichts. Ich werde hier wohl nächste Woche nochmal ein, zwei Stauden einfach direkt reinsetzen. So, gehen wir mal rum in einem extra Video. Achso, hier übrigens meine schöne, richtig dicht zugewachsene Igelhöhle. Ne, also ein richtig schöner, großer Igelbau. Von allen Seiten zu und dick und mit Steinplatten. In meinen älteren Videos habe ich euch ja mal Fotos dazu gezeigt, wie ich den gesetzt habe. Meine Esotec-Bewässerungsanlage, die hier in der Hauptsache über Regenwasser eben gespeist wird. Die versorgt ja meine Paprikas. Die sind bisher noch nicht richtig gewachsen. Vielleicht ist es noch nicht konstant warm genug. Übrigens, wenn ihr so seht, da hinten beispielsweise jetzt oder auch hier so zwischen den ganzen Pflanzen. Also heute ist wieder der Tag, wo ich mit meinen kleinen Gartenhelfern dabei gehe und halt mal so den Grünschnitt um das Gemüse herum ein bisschen minimiere. Ich mache das nicht unbedingt jede Woche, das kann auch mal ruhig ein bisschen wachsen oder so, aber jetzt wird es langsam mal wieder Zeit, damit das Gemüse sich nicht so bedrängt fühlt. Wie auch immer, wie gesagt, der Paprika ist noch nicht so richtig rausgekommen, aber ich bin alleine schon froh, dass er angewachsen ist und gesund ist und keinen Schädlingsbefall hat. Ja, es passiert noch nicht viel irgendwie, aber naja, der Paprika wird mit der Bewässerungsanlage ja betrieben. Das hier ist übrigens die Sorte Panthos und das hier ist die, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ferenc oder Ferenc Tender. Ja, also jeweils drei Pflanzen. Mal gucken, was bei rauskommt. Hier, das wächst gerade so ein bisschen wild. Hier kommt demnächst noch Knollensellerie rein. Den habe ich vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen habe ich den nochmal neu vorgezogen. Der kommt dann hier mit rein zwischen den Knoblauch, die restlichen Zwiebeln, die hier noch drin sind. Hier sieht man, einige von meinen Gurkenpflanzen sind gut angewachsen. Und die haben halt eben diese Seile jetzt in Ranghilfen bekommen. Andere sind nicht so gut angewachsen, die haben es nicht geschafft. Ich habe jetzt noch, ich glaube, vier Stück aus der Voranzucht. Die werde ich jetzt demnächst nochmal reinsetzen. Also die haben dann ein extrem stark unterschiedliches Wachstum bzw. ja, Ernterate, was natürlich auch ganz gut ist, sage ich mal, weil man dann über einen längeren Zeitraum hat. Weil wenn man jetzt vergleicht, die eine Gurkenpflanze dort ist schon sehr gut gewachsen. Und dann habe ich halt, wie gesagt, welche, das sind gerade mal, also die sind 15 cm aus der Erde raus und fangen jetzt erst an, richtige Blätter auszubilden. Von daher ist also, ja, wenn die denn alle so wachsen, wie sie wachsen sollen, ist die Ernte auf jeden Fall über einen ja, breiteren Zeitraum gewährleistet. Da vorne steckt übrigens auch überall noch so Knoblauch drin. Teilweise werde ich da wohl mal ein bisschen was rausnehmen müssen. Und hier muss ich mal so ein paar von den Blättern langsam kürzen, weil, wie ihr vielleicht noch in einem meiner alten Videos gesehen habt, um die Flachbeete ringsherum ist ja ein Schneckenzaun gezogen. Das ist natürlich eine astreine Einladung für Schnecken reinzukommen. Der Vorteil ist, die Gurkenpflanzen sind jetzt schon in einem so weiten Stadium, dass sie keine zarten Blätter mehr haben, die jetzt verlockend sind. Hier auch sehr schön der Lavendel ist wieder rausgekommen. Da vorne mein Salbei, also ich gehe gleich nochmal von der anderen Seite lang. Ist einfach nur herrlich. Sehr, sehr schön. Gehen wir aber mal hier weiter. Hier sieht man auch ganz, ganz viel Knoblauch. Und da habe ich vor einiger Zeit Rettich neu gesät und man sieht, er kommt auch gut raus. Denn ich hatte dieses Jahr den Rettich zu früh gemacht. Ich war erst sehr froh, oh Mensch, gut angewachsen. Der ist gut in die Höhe geschossen. Tja, dadurch, dass der aber noch so lange im Kalten stand, ist der zu sehr nach oben geschossen und hat dann sehr schnell angefangen, noch Blüten auszubilden und hatte keine nennenswerte Wurzel dran. Also da einfach mal Experiment fehlgeschlagen, den Rettich frühzeitig auszusehen oder auszupflanzen. Hier sieht man meine Zuckererbsen, alles schön wild durcheinander. Genauso mag ich das. Und zwar so, dass die Pflanzen quasi ja, sich einfach hier verwildern können und man gerade noch so rankommt zum Ernten. Und man sieht auch schon, die haben teilweise schon reichlich Schoten ausgebildet. Und jetzt höre ich direkt meinen Kumpel Mike, lass sie noch länger hängen. Die bekommen dann ganz dicke, fette Früchte und so, einen Fruchtkörper da drin. Ja, hat der Mike natürlich recht. Ich habe die teilweise auch sehr früh geerntet, weil sie da eben auch schon zuckersüß sind. Das Ding ist, ich versuche das mal ein bisschen in Waage zu halten. Auf der einen Seite lasse ich welche dran und auf der anderen Seite nehme ich von jeder Pflanze auch mal ein paar ab. Denn wenn man die Zuckererbsen zeitig abpflückt, regt man die Pflanze dazu an, neue auszubilden. Ansonsten, also deswegen muss man das so ein bisschen in Waage halten. Will man viel oder will man halt sehr dicke, ne, Früchte? Ich
ich sage mal Früchte, ne, Gemüse halt, Erbsen, wie auch immer, Fruchtkörper. Oder versucht man halt so einen Mittelweg zu finden. Ich versuche es halt mit dem Mittelweg. Hier sieht man den Tomatenunterstand. Habe ich heute Morgen auch noch gar nicht nach dem Rechten geguckt. Ich habe hier kürzlich mit Rasenschnitt gemulcht, wie man auch sieht. Der zersetzt sich sehr gut. Auch hier steckt überall noch so ein bisschen Knoblauch dazwischen. Hier die Sorte Hellfrucht an der Seite. Dann hier Martina. Die sind auch sehr hoch und sehr kräftig angewachsen. Bei der einen musste ich kürzlich hier unten so einen richtig dicken, Austrieb, der hier einfach nicht hingehörte, der musste weg. Und ich hatte schon Angst, die Pflanze überlebt das nicht, weil das wirklich ein sehr starker Einschnitt war. Und wir wissen ja alle, wie empfindlich Tomatenpflanzen sein können. Aber nein, sie hat tatsächlich jetzt auch angefangen, schon die ersten Früchte auszubilden. Und die hält das echt gut aus. Dann hier die Sorte Quadro. Quadro kann ich nur sagen, ist sehr hoch und sehr stark angewachsen. Ups, hier sehe ich auch schon. Naja, das mache ich nachher mal, glaube ich, vernünftig mit zwei Händen. Hier mal ein bisschen, dafür habe ich sie ja, die Schnüre, die Rankhilfen mal richtig rumwickeln. Hier sieht man, Quadro bildet richtig kräftige, starke Stränge aus. Hier auch so ein Nebenstrang. Ich werde da jetzt auch am diesem Wochenende mal schauen. Wochenende ist gut, wir haben ja Montag. Mal schauen, wo ich eventuell so ein paar Seitentriebe jetzt rausschneide, die sowieso keine Früchte tragen, sondern nur Blätter. Also der hier zum Beispiel, der ist sehr, sehr dick. Den werde ich dann wohl abschneiden. Und auch alles das, was direkt auf dem Boden noch aufliegt, das kommt eben auch weg. Und hier noch die Sorte Tika. Tika, wie auch immer. Bildet sehr viel Blattwerk aus, habe ich bisher das Gefühl. Deswegen neben dem Ausgeizen werde ich auch hier mal ein bisschen was ausschneiden müssen. Dann sehen wir hier meine Stangenbohnen. Auch hier habe ich angefangen zu mulchen. Dann ist mir der Rasenschnitt ausgegangen. Ich mähe halt nicht so oft. Gerade im Mai habe ich, glaube ich, nur einmal gemäht, weil ich lasse dann lieber noch den Rasen stehen. Mit den ganzen Gänseblümchen und so drin ist der halt sehr wertvoll für die Bienen, weil die Stauden noch nicht so viel Blüten ausgebildet haben. Und dann ist, sage ich mal, so eine Art Ersatzblüte. Die Stangenbohnen ist jetzt auch ein Experiment, die so dicht zueinander zu pflanzen. Es sind ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ich wollte es aber einfach mal probieren und bisher kommen sie sich nicht in die Quere. Ich hatte so ein paar vereinzelte Blätter mal dabei jetzt. Die waren so ein bisschen, ich zeig's mal hier, hier ist noch ein so ein Blatt, für die Braunfleckenkrankheit eigentlich nicht ausgeprägt genug. Meine Vermutung ist so ein bisschen Sonnenbrand. Ich muss sagen, ich hatte auch dieses Jahr mit den Stangenbohnen mit Blattläusen zu kämpfen. Wir kennen das, die Ameisen siedeln die da an und melken sie anschließend. Ich habe zwei Mittel jetzt dagegen eingesetzt, und zwar zum einen Knoblauchsud habe ich drauf gesprüht und auch hier habe ich Marienkäferlarven dran gemacht und es ist stark zurückgegangen. Vielleicht hat es geholfen, vielleicht muss ich es jetzt noch weiter regelmäßig mit Knoblauchsud einsprühen, das wird sich zeigen. Man sieht aber auch hier schon einige der Pflanzen, schaut euch das mal an, wie schön schnell die hier auch hochwachsen, also die nehmen die Rankhilfen sehr gerne an. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Gehen wir mal hier vorne erstmal weiter, das Hochbeet. Ihr seht hier das Möhrengrün, Karottengrün, so ist schon gar nicht mehr zu bändigen irgendwie. Das schießt richtig raus. Zum Ernten ist allerdings noch ein bisschen zu früh. Ich habe zwei verschiedene Sorten hier drin, Robila und die andere fällt mir gerade nicht ein. Drüben auf der anderen Seite hatte ich Radieschen drin. Sehr schöne Ernte gehabt und habe da noch mal ein paar nachgesetzt. Da kommen aber bald die Radieschen raus. Denn an deren Stelle wird dann Chinakohl nachgepflanzt. Hört ihr das zwitschern? Das ist da oben, der Nistkasten. Der ist besetzt, konnte ich gestern sehen, wie eine Kohlmeise reingeflogen ist. Hier mein Porree, kommt teilweise ganz gut. Hier der Knoblauch. Hier Wirsing, ne, auch mit bei. Auf der anderen Seite noch ein bisschen größer. Gehen wir mal rum. Hier, wenn ihr so diese braunen Flecken seht, das ist kein Sonnenbrand oder so, das sind Reste vom Urgesteinsmehl. Weil ich habe Urgesteinsmehl ganz fein gemacht und habe damit die Blätter bestäubt gegen Fraßfeinde. Also dass da halt keine Schnecken beigehen, die eventuell noch über den Schneckenzaun reinkommen. Und auch hier muss ich heute ein bisschen so das Unkraut hier zwischen rausreißen. Hier die Überreste vom Romana-Salat, der auch teilweise zerfressen von den Schnecken. Da muss ich halt immer so, ja, von jedem Salatkopf die Hälfte quasi abmachen von den Blättern, also von den äußeren Blättern. Und dann entsorgen und dann findet man immer noch so ganz kleine Schnecken drin, aber trotzdem ist der Salat sehr lecker. Hier sieht man meine Kartoffelkübel. Bisher hat das alles sehr gut funktioniert. Ich habe
Lass mich mal überlegen. Es müsste vorgestern gewesen sein. Ja, vorgestern habe ich bei den letzten Kübeln bis oben hin quasi damit Erde aufgefüllt und danach mit Stroh gemulcht, damit sich die Feuchtigkeit jetzt besser in den Kübeln hält und das nicht so verdunstet. Und für mich sehen die Pflanzen jetzt alle gesund aus. Da ist keine Blattfäule bisher, keine Krautfäule. Da ist nichts Vertrocknetes, da ist nichts Verfaultes, wo man jetzt sagen könnte, dass irgendwie Staunässe drin oder so, dass die Blätter vergilben oder irgendwas. Also das sieht alles für mich sehr gesund aus. Ja, und so dürfen die Kartoffeln hier drin jetzt erstmal reifen. Ich hoffe auf eine reiche Ernte. Gehen wir nochmal hier zum Anfang ein bisschen zurück. Hier sieht man auch wieder die ganzen Stauden, die ich überall reingesetzt habe. Der Majoran, der will noch nicht so richtig anwachsen, habe ich das Gefühl. Auch hier wieder Lavendel, mein Oregano. Ja, der Salbei, immer sehr beliebt bei Bienen und bei Hummeln, die Blüten hier. Der Rosmarin, meine Minze. Ja, hier halt so zwischen den Mohnblumen und noch mehr Salbei und alles. Also das ist alles sehr schön angewachsen und bietet den Insekten wirklich richtig viel Angriffsfläche, sage ich jetzt einfach mal. Hier drüben darum, dann wie gesagt, sind zwar auch Stauden zwischen, aber hier einfach ein bisschen wilder, so für Igel und so. Hier meine Erdbeertürme. Man sieht schon, die meisten Pflanzen tragen sehr gut. Ich habe hier auch schon einiges abgefrühstückt und weggefuttert. Wirklich sehr, sehr lecker. Und dieses System scheint sich auch gegen Schnecken zu bewähren und gegen andere Fraßfeinde. Weil selbst wenn sie da den Pfahl hochklettern, kommen sie hier halt nicht. Ne? Diese Kante, das ist, glaube ich, auch so ein zusätzlicher Schutz. Also das mögen die nicht so sehr. Mein Altbestand Apfelbaum, auch hier sieht man, ich hatte Blattläuse drin. Habe deswegen ein paar Marienkäferlarven reingesetzt. Mal gucken, hier sehe ich gerade schon wieder hier, ne? Gespinstmotte, Spinnmilbe, Apfelwickler, wie auch immer. Ne? Also ein paar habe ich rausgenommen, ist ja auch immer eine heiße Diskussion, oder? Man nimmt den anderen Tieren das Futter weg. Ja, letztes Jahr haben die mir aber ordentlich was kaputt gefressen, deswegen ein paar nehme ich immer raus. Meine Stachelbeeren, die werde ich jetzt, muss ich mal gucken, sobald ich sie einkürzen kann, muss ich die auch ein bisschen einkürzen, besonders hier hinten sieht man, also es sind verschiedene Sorten, schaut mal wie die, also die ist quasi geschossen, ne? Das sieht man richtig, die hat sich in alle Richtungen ist die hochgeballert, irgendwie hat die sich ist die ausgetrieben und da muss definitiv da mal ein Pflegeschnitt hin, also dass die gezielt wächst und nicht einfach nur in alle Richtungen, ne? Wohingegen halt hier steht ein bisschen windschief, der war umgeknickt in einem Tag, hier die Stachelbeeren, die sind schon fast essreif, sage ich mal. Hier die Johannisbeeren, da werde ich euch gleich noch was zu erzählen, da habe ich noch ein schlimmeres Exemplar. Ihr seht, ganz viele Früchte abgefallen, die Blätter nicht in einer schönen Verfassung, da erzähle ich euch gleich was zu. Hier meine Heidelbeeren, wunderbar bisher angewachsen, guckt mal, wie viele Früchte da dran sind, absolut herrlich. Echt sehr, sehr, sehr schön. Hier auch noch Heidelbeeren zwischen, die werden aber dieses Jahr nicht mehr tragen. Hier waren vorher Moosbeeren drin, die absolut nicht anwachsen wollten. Zumindest nicht an der Stelle. Die Moosbeeren habe ich hier jetzt eingepflanzt und hier wachsen sie. Ne, also vielleicht ist dieser Platz besser für sie geeignet. Die lasse ich da wild wachsen. Also die Moosbeeren pflege ich da nicht mehr. Hier vor sind ja auch noch Heidelbeeren, aber die werden in diesem Jahr keine Früchte tragen. Hier nochmal Stachelbeeren. Und hier ist der richtig schlimme Johannisbeerstrauch. Den hatte ich letztes Jahr gepflanzt und ihr seht, wie schlimm der aussieht. Ja, ist mein Verschulden. Also hier waren sehr, sehr viele Blattläuse dran. Und bevor ich Marienkäferlarven eingesetzt habe, habe ich hier Öl-Wasser-Gemisch drauf gesprüht. Es hilft quasi gut gegen Blattläuse. Das Problem war nur, ich habe es mit der Mischung übertrieben. Also normalerweise hat man so Mischungsverhältnis 80% Wasser, 20% Öl, vielleicht auch 70% und 30% Öl. Ich hatte quasi ein 50-50 Mischungsverhältnis. Ich wollte mal ein bisschen prassen in den Zeiten von Ölknappheit. Aber das war einfach zum Nachteil. Die Blätter hat verklebt, die haben nicht mehr richtig Sauerstoff bekommen, Pilz hat sich gebildet. Also das war meine eigene Doofheit. Ich werde diese Pflanze wahrscheinlich komplett entsorgen, weil ich mittlerweile davon ausgehen muss, dass dadurch, dass die jetzt keinen Sauerstoff mehr richtig transportieren konnte, dass die bis in die Wurzeln runter kaputt ist. Ich werde mal schauen, wie es im Herbst aussieht. Gegebenenfalls wird die einfach ausgetauscht. Wie gesagt, ist mein eigenes Verschulden. Irgendwie habe ich, war ich zu, wie soll ich sagen,
Übergenau kann man nicht sagen. Ich war zu ängstlich, dass mir die Pflanze von den Blattläusen kaputt gemacht wird und habe deswegen dieses zu starke Ölgemisch eingesetzt. Hier übrigens auch noch mein Altbestatter Heidelbeeren. Auch sehr, sehr schön. Bilden auch herrliche Früchte aus. Ich hatte die ein bisschen zurückgeschnitten. Letztes Jahr und dieses Jahr zahlen sie mir es heim. Da danken sie es mir, indem sie wieder viele Früchte ausbilden. So, kommen wir weiter. Einmal mein Erdbeerfeld. Auch hier habe ich schon einiges abgeerntet. Und wie ihr seht, ist auch schon überall wieder ein bisschen rot zwischendurch drin zu sehen. Man sieht auch so ein bisschen aus wie, wie gesagt, das Grab der drei mexikanischen Cowboys. El Santa, Senga und Ostara. Und auch hier werde ich wahrscheinlich heute noch ein bisschen Grünzeug zwischendurch mal rausreißen müssen. Und, aber wie gesagt, sie tragen ganz gut irgendwie bisher und ich lasse mich mal überraschen, wie das weitergeht. Hier ein weiteres Trauerspiel. Meine weibliche Kiwi, die sehr schön angewachsen war. Ihr seht, was die für lange Triebe ausgebildet hat. Hat auf einmal vor ein paar Wochen die Blätter hängen lassen, extrem stark. Die waren dann nur noch schlapp. Ich hatte dann mal die Wurzel ausgegraben. Die Wurzel sah so ein bisschen aus, als wenn sie sich aufgelöst hätte zwischendurch an einigen Stellen. Vielleicht durch Staunässe, also auch wieder eigenes Verschulden. Wohingegen hier daneben die männliche voll im Saft steht. Und ich habe die beiden nicht unterschiedlich behandelt. Also das scheint zu funktionieren. Hier ist übrigens noch so eine Kiwi-Ersatzpflanzung. Tja, schönen Gruß an Gärtnerei Pötschke. Kann man im Prinzip in die Tonne treten, weil das hier war eine weibliche Kiwi, die ich mir bestellt hatte. Das hier ist übrigens, habe ich jetzt erst so wuchern lassen. Das war früher alles frei hier, damit die Kiwi sich frei entwickeln konnte. Damit jetzt keiner sagt, die Kiwi steht zu eng oder kein Wunder, dass die nicht wächst. Die hat sich seit ihrer Lieferung damals überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Daraufhin habe ich eine Ersatzlieferung bekommen von Gärtnerei Pötschke. Die kam dann schon beschädigt an. Da hieß es einfach über dem letzten heilen Trieb quasi kappen und einpflanzen habe ich gemacht. Und jetzt trocknet dieser Trieb, man sieht das hier, der trocknet immer mehr durch. Und bisher ist auf meine weitere Anfrage, dass die Ersatzlieferung schon kaputt und also was geliefert wurde, nicht näher eingegangen worden. Naja, hier das Säulenobst, was ich auch noch ja, dieses Jahr erst gepflanzt hatte, als Ersatz für die Eibe, die ja weg musste, Birnen und Kirschen. Das ist mir vollkommen klar, dass die dieses Jahr noch nicht tragen werden. Dann sagt man ohnehin, 2, manchmal 3 Jahre dauert das, bis hier was ja, sich ansatzweise an Früchten zeigt. Was allerdings auch wirklich sehr schön, sag ich mal, geworden ist, in dem Sinne wild geworden ist, das ist einmal hier die Igelhöhle, die ich da damals reingesetzt habe, die ist schön zugewachsen. Und da drüben habe ich noch so einen Totholzstatus, einen Totholzhaufen. Auch hier sieht man, ne, ist wunderbar, da haben sich die Igel regelrecht Wege durchgemacht teilweise. Und das ist mir auch vorgestern dann aufgefallen, wie ich abends hier im Garten war. Und dann war es schon dunkel und ich sitze in meiner Lounge, trinke einen Tee, wollte mir gerade ein Feuerchen anmachen und auf einmal knackt es überall im Unterholz und die Igel kamen raus. Und dann konnte man halt sehen, wo sie herkamen. Ne. Sie kamen hier aus dem Grünstreifen, aus der Seite irgendwie raus, sie kamen hinter der Lounge raus, sind da durchs Unterholz durch, dann haben sie natürlich ein bisschen Futter von mir gekriegt. Und sind danach wieder verschwunden. Mein Kräuterbeet, man sieht hier das Bohnenkraut, schön angewachsen, hat sich gut entwickelt. Die Ingwerminze ist sehr schön gekommen. Der Estragon, den hatte mir der Onlinehandel nochmal ausgetauscht. Der erste ist gar nicht angewachsen, der hat jetzt ein bisschen was ausgebildet. Wird wahrscheinlich nächstes Jahr etwas üppiger werden. Und so ganz langsam kommt jetzt auch der Thymian. Der wird noch ein bisschen brauchen. Der Liebstöckel, Altbestand, hatte ich eine Wurzel geteilt. Richtig schön groß geworden und hier oben sieht man jetzt, der bildet schon Blüten aus und die Samen kann man dann auch zum Würzen nehmen. Wunderbar. Hier eine von meinen Brombeeren. Ich weiß gerade wieder nicht, welche Sorte. Ich glaube, das hier ist die Triple Crown. Sieht man, hat schon sehr, sehr viele Früchte ausgebildet. Ich hoffe, die halten alle durch, bis sie geerntet werden. Himbeere. Ich weiß auch gerade nicht, welche Himbeersorte das ist. Es kann sein, hier sieht man auch die Blätter ein bisschen teilweise eingezogen. Hier aber kein Blattlausbefall. Ich habe das in letzter Zeit schon mal im Auge behalten. Meine Vermutung ist so ein bisschen, weil wir so lange Wasserknappheit hatten. Vielleicht rollen sie sich deswegen ein. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, welche Himbeersorte das ist. Ich weiß, ich habe Autumn Bliss. Die andere fällt mir gerade nicht ein. Das hier ist die andere Himbeere. Und auch hier Brombeere, auch schon sehr viele Früchte ausgebildet. So, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Teich. Hier sieht man auch, der Teich hat sich, ja, ein bisschen Sonne kommt schon aufs Solarpanel drauf. Das heißt, so ein bisschen tröpfelt auch der Wasserfall vor sich hin.
Der Teich hat sich sehr schön gemacht, wie ich finde. Ich habe das alles erstmal wild buchern lassen. Das Grün ist sehr schön rausgekommen. Da hinten der Schirmbambus ist gut angewachsen. Ich habe da hinten Rasensaat ausgesät und habe den dann einfach wachsen lassen. Das soll alles für die Igel sein. Ich habe da hinten nichts verloren. Ich muss den Rasen nicht schneiden. Das ist alles gut. Wie gesagt, die haben hier ihr ganzes Areal. Da haben sie sich neulich getroffen zum Futtern. Ja, und wie gesagt, hier, das ist alles Igelland. Da lasse ich die vollkommen in Ruhe. Das kommt alles wild. Ein paar Stauden dazwischen, wieder für die Bienen und damit ist alles gut. Ach, hier sieht man noch die Futterschale. Mit einem Schneckchen drin. Sowas aber auch. Macht die sich nicht über die Reste her. Naja. Ja, wie gesagt, auch der Wasserfall macht mir Freude. Wenn der voll im Betrieb ist, wenn die Sonne drauf scheint und das plätschert richtig schön. Wenn man das jetzt so hört und man liegt längere Zeit auf der Lounge. Man muss zwar öfters mal auf Toilette gehen, aber trotzdem sehr schön. Hier hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Video so ein bisschen gezeigt. Letztes Jahr habe ich hier Lavendel ringsherum gepflanzt. Dieses Jahr wollte ich was anderes machen. Ich habe zum einen habe ich diese Saattaschen hier ausgetauscht. Habe ich, glaube ich, in einem Video schon gezeigt. Hier habe alles fies genommen. Hier ist Dark Basilikum drin. Schnittlauch. Zimtbasilikum. Zitronenbasilikum. Koriander, der an einer Stelle schon gut kommt. Normalen Basilikum, Dill und Schnittknoblauch, der sich auch sehr zurückhält. Muss man halt einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Und hier waren noch verschiedene Minzsorten, die ich angepflanzt hatte in Töpfen, die auch sich schon sehr schön ausgeprägt haben und einen herrlichen Duft verströmen. Grapefruitminze, Apfelminze, Orangenminze. Hier Cola-Strauch und da hatte ich Petersilie ausgesät. Die will auch nicht so recht, weiß auch nicht. Und hier hatte ich noch einen Paprika-Setzling übrig, den habe ich dann einfach mal reingehauen. Mal gucken, wie gut er sich hält. Ist auch ein Panthos und den überlasse ich so quasi sich selber. Hier sieht man die Johannisbeeren, die ich im Schatten gepflanzt habe. Auch hier seht ihr schon, da habe ich Marienkäferlarven rangesetzt, denn auch hier waren sehr, sehr viele Blattläuse dran. Auch hier habe ich das Öl-Wasser-Gemisch eingesetzt, nur nicht ganz so viel. Aber auch hier einige Blätter haben es mir nicht verziehen und hatten einen Pilz gebildet. Und ja, deswegen habe ich auch schon viel davon dann abgeknipst. Das kommt dann weg. Wie gesagt, meine eigene Schuld, da habe ich es einfach übertrieben. Ne? Also immer Maß und Mitte finden, wie ich so schön sage. Dann hier, mein Apfelbaum hat schon sehr viele Früchte dran. Wir hatten auch ein paar Gespinstmotten, Spinnenbeben, Apfelwickler, wie auch immer. Da dran, da oben sieht man auch wieder welche. Ein paar habe ich rausgenommen. Da oben sieht man gerade ein richtig dickes Nest. Die lasse ich jetzt allerdings alle drin. Ich pflücke keine mehr ab, denn ich habe jetzt hier in der Hoffnung, dass sich hier Ohrenkneifer ansiedeln, habe ich hier, dann da, das hängt ein bisschen zu sehr frei. Das müsste ich nochmal mehr an den Ast dran binden. Und da auch noch habe ich so Blumentöpfe reingemacht, mit Stroh gefüllt und dann so mit Bambusstäben von unten, dass der Stroh nicht rausfällt und dann festgemacht oben an den Bäumen. Da sollen sich Ohrenkneifer ansiedeln, die dann diese ganzen Schädlinge wegfressen. Und wie gesagt, ich habe einige weggemacht gehabt. Die restlichen lasse ich jetzt drin, in der Hoffnung, dass der Baum das gut verkraftet, dass meine Ernte an Äpfeln nicht zu sehr leidet und dass halt die Ohrenkneifer sich dann darum kümmern. Übrigens, schönen Gruß mal an Jasmin, die Vorpächterin hier vom Garten. Guck mal, Jasmin, ich konnte deine Rosen erhalten. Ich musste einiges an toten Rosen rausschneiden. Da oben ist noch ein bisschen was. Aber den Rest konnte ich retten. Schau mal, wie schön die hier wieder ausgetrieben sind. So, hier meine Yoga-Ecke. Hier hatte ich ja schon mal gezeigt, hier hatte ich Rasen nachgesät. Der ist auch im Großen und Ganzen gut angewachsen. Noch ein paar kahlere Stellen dazwischen. Pilze fühlen sich hier sehr wohl in dem Boden, aber es stört mich jetzt nicht. Die Stauden, die ringsherum waren, die haben schon schön geblüht. Einige sind schon verblüht. Und ja, das ist halt so meine Yoga- und Entspannungsecke. Also hier kommen keine Möbel rein und gar nichts. Hier mein Regal, wo ich noch so ein paar Töpfe und so immer lagere. Manchmal auch so voranzuchten, wenn der Sommer so richtig im Gange ist. Und ich halt so Kräuter oder so vorziehen will, dann lasse ich die einfach auch hier draußen stehen. Dann müssen die nicht in der Vorlaube sein. Und hier hatte ich letztes Jahr auch Stauden drin. Die hatte ich allerdings dann rausgenommen und habe sie vorne eingepflanzt. Hier hatte ich nämlich auch noch Voranzuchten übrig und dachte ich mir auch, brauche ja nicht alles verschenken, irgendwie, was ich noch hatte. Und das hier sind halt drei Tomatenpflanzen der Sorte Hellfrucht. Die habe ich dann hier noch mit reingesetzt. Hier habe ich eben natürlich keine Bewässerungsanlage. Das heißt, hier nutze ich dieses System, den alten Topf hier unten drin, weil wir alle wissen, Tomatenpflanzen sind sehr, sehr empfindlich, wenn es um die Wasserzufuhr geht.
Deswegen sollte man das möglichst so machen, dass die Pflanze nicht direkt gegossen wird, sondern halt in direkter Nähe quasi ihr Wasser hat, was sie sich dann selber ziehen kann. Hier sieht man auch, der Wein kommt wunderbar. Hier sind jetzt noch einige trockene Stellen mal dazwischen, was die Triebe betrifft. Aber ich habe den letztes Jahr so stark eingestutzt, dass zumindest viel von dem Toten raus ist. Und jetzt kann der Wein wieder richtig schön austreiben. Ich bin gespannt, wie viele Liter Saft ich dieses Jahr rauskriege. In der Laube ist auch ein bisschen was passiert. Auf der anderen Seite der Laube hatte ich das Dach neu gestrichen. Also die Seitenverkleidung, sage ich mal. Hier seht ihr, wächst das Efeu hoch. Ich finde es auf der einen Seite sehr schön, auch wenn es sehr viele Blattläuse macht. Auf der anderen Seite werde ich wahrscheinlich bald das ein bisschen hier kappen müssen, weil es mir sonst wirklich das Holz komplett kaputt macht. Und hier habe ich gestern angefangen gehabt, habe ich die Rückseite schon mal von dem alten abgeplatzten Lack befreit, denn das wird definitiv neu gestrichen. Ein Holzlager. Holz, was ist das teuer momentan, oder? Liebe Gärtner und Hobbybastler, was müssen wir im Baumarkt momentan für Preise hinlegen? Schöne Grüße an meinen Kollegen Peter, der über 400 Euro für ein paar Douglasienbretter hingelegt hat, um sich damit eine Terrasse und ein Hochbeet zu machen. Also wirklich unmenschliche Preise. Na gut, meine Lieben, in der Laube gibt es in dem Sinne nicht viel zu sehen. Ich habe zwar den Dachboden schön ausgebaut mit Schlafeck und alles und so, aber ich glaube, das Innere der Laube, das ist jetzt für einen Gärtner nicht so interessant. Können wir vielleicht irgendwann anderes Mal nochmal drüber sprechen. Ansonsten, hier kommt jetzt tatsächlich ein bisschen die Sonne raus. Unglaublich, aber wahr. Das heißt, ich werde mir gleich erstmal gemütlich ein Teechen machen und ein zweites Frühstück. Und danach geht es dann mit der Gartenarbeit los. Denn da hinten sehe ich, jetzt ist schon wieder finster. Jetzt ist die Frage, es sieht so aus, als kommt aus der Richtung die Wolke. Vielleicht sollte ich mir erstmal ein Frühstück verdienen mit ein bisschen Gartenarbeit. Ne? Was meint ihr? Okay, meine Lieben, das war's dann erstmal wieder. So sieht also mein Garten momentan aus. Ich kann nicht anders. Ich muss jetzt noch einmal zurückgehen und euch diese Pracht zeigen, die um den Acker rumwächst. Denn ich bin einfach so begeistert von diesem Grünacker, von dieser Grünackermischung. Und auch dadurch, wie hier die Stauden, darüber, wie die Stauden nachgewachsen sind und alles. Wie gesagt, ein Traum für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln. Einfach nur herrlich. Und ich glaube, das ist so die perfekte Einstellung. Mit der kann ich mich jetzt von euch verabschieden. Danke, bis zum nächsten Mal.